Ja, hallo. In diesem Video geht es um einen weiteren Trick, den ich bei der partiellen Integration anwenden kann. Und zwar kann ich diesen Trick immer dann anwenden, wenn eine Funktion mehrfach unkompliziert integrierbar ist. Das ist in unserem Fall die E-Funktion. Denn wenn ich die natürliche Exponentialfunktion integriere, kommt wieder die natürliche Exponentialfunktion raus. Und wenn die andere Funktion durch mehrfaches Differenzieren einfacher wird. Das ist meistens hier eine Potenzfunktion. Nehmen wir mal an, ich habe die Potenzfunktion x hoch 3. Wenn ich die ableite, erhalte ich 3x². Wenn ich die nochmal ableite, erhalte ich 6x. Und wenn ich nochmal ableite, erhalte ich 6. Wenn ich nochmal ableite, 0. Die wird also immer einfacher durch mehrfaches Differenzieren. Gut, also die Voraussetzungen sind schon mal gegeben. Ja, und wenn jetzt diese Voraussetzung gegeben ist, wie in unserem Beispiel, dann lautet die Strategie folgendermaßen: Ich führe die partielle Integration mehrfach durch. Und zwar gehe ich da folgendermaßen vor. Wir haben ja gesagt, bei unserem Schnelltest, den wir in den Einführungsvideos kennengelernt haben, wir müssen, um von diesem Integral zu diesem Integral zu kommen, den ersten Faktor integrieren und den zweiten Faktor differenzieren. Diesen hier integrieren und den zweiten differenzieren. So, und dann machen wir Folgendes. Den ersten Faktor müssen wir integrieren. Da wählen wir diesen Faktor hier im Beispiel, der unkompliziert integrierbar ist. Also die natürliche Exponentialfunktion. Und den zweiten Faktor, den wir differenzieren müssen, da wählen wir diesen Faktor im Beispiel, der beim Differenzieren einfacher wird. Ist ja ganz logisch. Gut, dann führen wir das mal durch. Also, zunächst mal brauchen wir hier f. f' ist gegeben, das ist e hoch x. Dann lautet die Stammfunktion von e hoch x auch wieder e hoch x. Dann steht da g. g ist gegeben, das ist x hoch 3. Dann steht da minus Integral. Dann steht da f. F hatten wir schon mal, das war e hoch x. Und dann steht da g'. G ist gegeben, g ist x hoch 3, dann ist g' 3x². Gut. Ja, da bleibt jetzt natürlich ein Integral übrig, aber das ist ja wieder genauso aufgebaut. Der erste Faktor ist unkompliziert mehrfach integrierbar, dieses e hoch x, und der andere wird durch mehrfaches Differenzieren einfacher. 3x² wird durch Differenzieren einfacher. Das wissen wir ja schon. Also wenden wir jetzt wieder die Formel für partielle Integration an. Und da müssen wir uns wieder überlegen, was ist f' und was ist g. Das ist ja ganz klar. f', das ist ja der Faktor, der hier integriert wird. Da wird ja f draus. Und da wählen wir wieder den Faktor, der leicht integrierbar ist. Unkompliziert mehrfach integrierbar, hatten wir da gesagt. Also ist unser e hoch x das f'. So, und der zweite Faktor bei der partiellen Integration, der wird ja immer differenziert. Aus g wird g' hier im anderen Integral. Und da wählen wir wieder den Faktor, der durch Differenzieren einfacher wird. Das ist dann also hier unser g. Dieses hier ist das hier, 3x². Gut, jetzt brauchen wir dann nur noch die gegebenen Werte einsetzen. Das heißt, wir wenden hier wieder diese Formel an, die Formel für die partielle Integration. Also die ersten zwei Faktoren, die brauche ich nur mal abschreiben. Das ist e hoch x mal x hoch 3. Ein bisschen deutlicher. So, da kommt, dann mache ich mal hier eine große Klammer. Da kommt hier mein f. F kennen wir nicht, aber f' kennen wir. Dann ist f e hoch x. F' ist e hoch x, also ist f auch e hoch x. Denn die natürliche Exponentialfunktion, habe ich ja schon mehrfach gesagt, bleibt beim Integrieren gleich. Dann kommt hier ein g. G brauche ich nur ablesen. G hatten wir gesagt, ist 3x². Da kommt hier ein Minus und ein Integralzeichen. Da kommt da f hin. F kennen wir wieder nicht. Aber f' ist e hoch x, dann ist f auch e hoch x. Denn die natürliche Exponentialfunktion bleibt beim Integrieren gleich, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Da kommt dann noch g' hin. G' kennen wir nicht, aber wir kennen g. Da brauchen wir also g nur ableiten, um g' zu erhalten. Und das sind dann 6x.
Der 3x² abgeleitet ergibt 6x nach der Potenzregel der Differentialrechnung. Gut. Ja, da bleibt jetzt hier wieder so ein Integral übrig. Und mit diesem Integral machen wir wieder das gleiche Spiel. Wir haben wieder einen Faktor, der leicht integrierbar ist und einen Faktor, der durch Differenzieren einfacher wird. Also das ist der Faktor, der beim Integrieren, der leicht integrierbar ist. Und da hier der erste Faktor integriert wird bei der partiellen Integration, wählen wir das hier wieder als f' als der Faktor, der hier integriert wird. So, und der Faktor ist wieder der Faktor, der beim Differenzieren einfacher wird. Und da wählen wir wieder den g für, denn g wird ja differenziert. Und da dieses hier beim Differenzieren einfacher wird, ist es ja logisch, dass ich das hier 6x als g wähle. Gut, jetzt müssen wir wieder nur unsere gegebenen Werte hier einsetzen. Das machen wir mal. Zunächst einmal schreibe ich das hier ab. Also wir hatten schon e hoch x mal x hoch 3 minus, Klammer auf, e hoch x mal 3x² minus, und jetzt mache ich hier wieder so eine Klammer. Ich nehme jetzt aber mal eine eckige Klammer. Das heißt, die äußere Klammer ist ja immer die eckige Klammer. Dann mache ich die hier hin und die mache ich mal rund. So, und jetzt kommt hier bei Integral. Und da wende ich wieder diese Formel an. Also da habe ich wieder f. F muss ich eintragen. F kenne ich nicht, aber f' ist e hoch x. Dann ist f auch e hoch x. Dann habe ich da stehen g. G kennen wir. G ist gegeben. Das sind 6x. Dann steht da minus Integral. Minus Integral. Dann steht da f. F kennen wir nicht, aber f'. Da muss ich also f' integrieren, um f zu erhalten. Und e hoch x integriert ergibt wieder e hoch x. Dann steht da g'. G' kennen wir nicht, aber wir kennen g. G ist 6x, dann ist g' gleich 6. Gut. Ja, und jetzt habe ich im Prinzip schon gewonnen. Denn ich kann ja die 6 hier vor das Integral ziehen, das wissen wir aus der Integralrechnung, eine Konstante kann vor das Integral gezogen werden. Und dann habe ich hier nur noch ein Integral e hoch x, und das ist ganz leicht lösbar, denn ich habe ja nur noch einen Faktor, wenn ich diesen Faktor vor das Integral ziehe. Na, das machen wir jetzt mal, dann erhalten wir also e hoch x mal x hoch 3 minus, Klammer auf, e hoch x mal 3x² minus, Klammer auf, e hoch x mal 6x. So, jetzt ziehe ich die 6 vor das Integral. Und jetzt löse ich dieses Integral direkt. Was ist das Integral von e hoch x? Das ist wieder e hoch x. Gut. Plus eine Integrationskonstante, die fügen wir ganz am Ende hinzu. Ja, jetzt müssen wir diese ganze Klammer auflösen. Und da kennt ihr ja die Klammerregel, wenn ein Minus vor der Klammer ist, da drehen sich alle Vorzeichen um. Also löse ich erstmal die hier auf, diese Klammer, und drehe alle Vorzeichen um. Hier statt ja ein Plus, da mache ich ein Minus draus. Hier steht ein Minus, da mache ich ein Plus draus. So, das gleiche mache ich jetzt mit dieser Klammer. Hier steht ein Minus vor der Klammer. Also drehe ich hier alle Vorzeichen um und löse dann die Klammer auf. Da mache ich hier einmal, Augenblick, die Klammer muss ich so weiter rüberschreiben. So, dann mache ich hier ein Minus draus. Hier mache ich ein Plus draus und aus dem Plus ein Minus. Jetzt habe ich alle umgedreht und jetzt kann ich hier die Klammer wegmachen. Ja, und da haben wir auch schon die Lösung. Allerdings kann ich hier noch, sehe ich, e hoch x ausklammern. E hoch x klammere ich aus. Da bleibt hier übrig x hoch 3. Wenn ich hier e hoch x ausklammer, bleibt über minus 3x². Oh, wenn ich hier e hoch x ausklammer, erhalte ich 6x, also plus 6x. Und wenn ich hier e hoch x ausklammer, erhalte ich minus 6. So, und da hat man gesagt, plus eine Integrationskonstante c, die müssen wir noch dranhängen. Ja, dann habe ich meine Lösung gefunden. Das gegebene Integral e hoch x, ich schreibe es nochmal ab, mal x hoch 3,
das war das gegebene Integral, haben wir durch mehrfache partielle Integration gelöst und das hier ist meine Lösung. Ja, machen wir nochmal eine Zusammenfassung dieses Tricks hier. Bei der partiellen Integration, da ist es ja so, um von diesem Integral zu kommen, da muss der erste Faktor integriert werden. Na, aus f' wird f und der zweite differenziert. Aus g wird g'. So, und wenn ich jetzt diese Formel für die partielle Integration mehrfach anwende, dann wird dieser Faktor g mehrmals differenziert. Und wenn ich da eine Funktion habe, die beim Differenzieren einfacher wird, dann wird die irgendwann mal wegfallen. Das heißt, ich muss also nur mehrfach partiell integrieren, dann fällt dieser Faktor irgendwann weg, weil der beim Differenzieren einfacher wird. Gut, das Problem ist bloß, ich habe ja hier noch einen zweiten Faktor und der wird ja, wie gesagt, immer bei jeder partiellen Integration integriert. Ne? Aus f' wird f. Ja, und der darf natürlich dabei nicht, beim Integrieren nicht komplizierter werden. Denn es nützt ja nichts, wenn der hier beim Differenzieren, g wird ja g', beim Differenzieren einfacher wird und irgendwann wegfällt. Und aus diesem ersten Faktor wird irgendwas ganz Kompliziertes. Ne? Ja, und deshalb kann ich den Trick immer dann anwenden, wenn der eine Faktor beim Differenzieren einfacher wird, aber gleichzeitig der andere Faktor beim Integrieren nicht komplizierter wird. Ja, und das ist eben der Fall bei der E-Funktion oder bei der Sinusfunktion oder Cosinusfunktion. Gut, damit sind wir erstmal fertig. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen.